Der Aal, ein rätselhaftes Tier. Früher ein Allerweltsfisch und als arme Leute essen weit verbreitet. Heute vom Aussterben bedroht. Beim Aal muss man einfach ganz klar sagen, gibt es keine Möglichkeit für nachhaltige Fischerei. Fischer fürchten ein Fangverbot. Im Moment stehen wir mit dem Rücken zur Wand, weil Aal ist unser letzter Fisch, den wir noch im Sommer fangen können. Alle wollen ihn retten. Doch um das Wie streiten Wissenschaftler, Naturschützer und Fischer. Um die Art zu erhalten, setzen die Fischer Jungaale aus. Wissenschaftler sind dagegen. Aalbesatz gibt es seit über 50 Jahren. Und mit dem Aalbesatz hat der Bestand um 99% abgenommen. Aus meiner Sicht gibt es mehr Aale als vor 100 Jahren. Alleine schon durch die laufende Wiederauffüllung durch Besatz. Keine andere Fischart wird so emotional und kontrovers diskutiert. Und was hilft dem Aal wirklich? Da bist du doch, ich sehe dich doch. Jetzt rechts, Olaf. Rechts, rechts, ihr fahrt falsch. Aalhof Göttingen, falsch. Entschuldigung, ihr sollt hier falsche Richtung seid ihr. Hier, andere Richtung, links. Das ist, wenn man in die falsche Richtung guckt. Ich habe sie nach rechts geschickt, die sollen aber nach links. Nehmt das andere links. Sein Element ist mehr das Wasser. Jörn Ross ist Fischer. Einer der letzten drei in Schleswig. Der Transporter hat Glasaale geladen. So heißen die Jungfische des Aals. Sie sollen gleich in die Schlei entlassen werden. Aaluzetten nennen das die Fischer. Es wird seit Jahrzehnten gemacht. Ohne diesen Besatz gäbe es in ganz Norddeutschland so gut wie keine Aale mehr. Und wohl auch keine Fischer. Das ist für uns die letzte Art, die wir noch haben. Und wenn jetzt das auch so kommt wie an der Küste mit 6-monatigem Fangverbot, dann können wir das Schiff anbinden. Und was wir denn machen, keine Ahnung. Wahrscheinlich Müllkutscher, Restaurant, Fachkraft, wenn wir dann mal umlernen. Oder so wie mein einer Sohn, der ist schon raus aus der Fischerei. Der fährt jetzt im Lotsenversetzdienst auf dem Kanal, weil die Fischerei zu wenig abgeworfen hat. Ja, ist keine gute Entwicklung. Leider. Der andere Sohn, Nils Ross, ist trotzdem Fischer geworden. Er will die Babyaale draußen auf der Schlei ins Wasser setzen. Dort sollen sie wachsen, bis sie nach etwa 3 Jahren groß genug sind, um als Speisefisch verkauft zu werden. Doch die Familie hat Angst vor einem Fangverbot. An der Küste gibt es bereits eine Schonzeit von 6 Monaten. Verschärfungen sind im Gespräch. Für die Fischer eine wirtschaftliche Katastrophe. Ja, das ist die letzte Zukunft, die wir noch haben. Alles andere ist mittlerweile weg. Was haben wir jetzt im Herbst und Winter? Nur Brassen und Aal, Barsch, Plötz gefischt. Aber das fällt alles aus. Das ist alles nicht mehr erwähnenswert. Der Aal soll nicht auch noch verschwinden. Deshalb werden heute fast 800.000 Jungfische in verschiedene Gewässer in Schleswig-Holstein eingesetzt. Von der Flensburger Förde bis zur Elbe. An den einzelnen Stationen übernehmen Fischer das Aaluzetten. Auch hier in Kaschau an der Schlei. Der Elbfischer Olaf Jensen organisiert die Rundtour. Dann haben wir die 16. Das wird die Hebel gar nicht schnell. Die Qualität bei Glasaalen sieht man immer daran, ob da Tote sind, wenn die weiß wären und sich nicht bewegen. Man kann ja reingucken, sieht den Herz, den Verdauungstrakt. Man sieht ja die ganzen Organe. Eigentlich ist das doch schon ein Wunder der Natur. Ne? Die sind auch sehr nachhaltig gefischt und eben auch mit Liebe behandelt, weil sonst würde bei diesem ganzen Aufwand und Flug und so würden auch ein paar das nicht so überstehen.
Die Glasaale sind am Morgen per Flugzeug aus Frankreich gekommen. 81.000 Euro kostet die Aktion. Finanziert aus privaten Spenden und zu 60% aus Landes- und EU-Mitteln. Die Gelder fließen, weil der Besatz als Artenschutz gilt. Aber ist er das wirklich? Hier kommen die Glasaale her. Die Biscaya, ein Hauptfanggebiet. Versuche, den Aal zu züchten, sind bisher gescheitert. Also muss man den Nachwuchs fangen. Tonnen durften dieses Jahr in Frankreich gefischt werden. Für den Besatz, die Aufzucht zum Speisefisch und für den direkten Verzehr. In Südeuropa sind Glasaale eine Delikatesse. Ein Teil der Jungfische aus Frankreich landet hier. In der Albe Fischfarm im niedersächsischen Emsland. Nach eigenen Angaben Europas größter Aal-Aquakulturbetrieb. Die Firma importiert jährlich rund 5 Tonnen Glasaale, etwa 16,5 Millionen Jungfische. Geschäftsführerin Caroline Bendlage führt durch die Mastanlage. Diese drei Becken hier vorne, das sind aktuell unsere kleinsten Aale. Und ja, die sind jetzt auch gerade am Fressen. Das sind quasi noch Glasaale, nur nicht mehr ganz so durchsichtig. Das waren die letzten, die gekommen sind. Die sind vor ungefähr 6 Wochen hier in die Anlage gekommen. Ja, aktuell unsere kleinsten. 60% der importierten Tiere werden wieder ausgewildert, so wie an der Schlei. Die übrigen werden gemästet, bis sie nach etwa 1,5 Jahren schlachtreif sind. Auch für den Glasaalfang gilt eine Schonzeit von 6 Monaten. Und, wie die Fischer, fürchtet auch Caroline Bendlage Verschärfungen bis hin zu einem kompletten Fangverbot. Das wäre für uns natürlich das Schlimmste, was eintreffen kann, denn dann ist die Aalzucht vorbei. Der ganze Sektor muss schließen und wer weiß, wohin dann der Aalbestand geht. Vielleicht geht er dann wirklich dadurch auch zugrunde und das wäre sehr schade. Zugrunde gehen soll der Aal nicht. Das wollen auch die Wissenschaftler im Thüneninstitut in Bremerhaven nicht. Und dennoch ist das Institut für viele Fischer ein rotes Tuch. Hier arbeitet einer der wortgewaltigsten Kritiker des Aalbesatzes. Reinhold Hahnel ist Mitglied im Internationalen Rat für Meeresforschung. Wie dieser fordert er einen kompletten Fangstopp und damit auch das Ende der Glasaalfischerei. Durch Aalbesatz wird das Problem sehr häufig kaschiert, weil man nimmt Geld in die Hand, man kauft Jungaale, man besetzt sie in sein Gewässer, aber am Ende ist man in einem Prozess des internationalen Handels, wo sozusagen Glasaale gefangen, vorgestreckt, ins Gewässer besetzt werden, alles kofinanziert aus EU-Mitteln und am Ende erzählt dann der Fischer, dass die Fänge wieder hochgehen. Da stellt man sich dann schon die Frage, ob das Gesamtsystem irgendwie verstanden wird. Das Aal-Utzetten nur Augenwischerei. Im Norden leben viele Betriebe vom Aal, wie die Aalkarte am Nordostseekanal. Fischer in 7. Generation. Hast du am besten was gefangen? Da ist ordentlich was drin. Ordentlich was drin? Oh ja, ein paar Aale sind das hier. Die haben Hans Brauer und Thomas Philipson möglicherweise vor Jahren selbst in den Kanal gesetzt. Seit 7, 8 Jahren wird hier Aal am Kanal besetzt. Durch uns und durch den Angelverein. Und wird auch gestützt und gefördert. Aber es ist nicht zu merken, dass die Aale wesentlich mehr werden. Ne? Also der müssten ja jetzt, normal müsste der alte Bestand wieder da sein. Und der ist nicht da. Darf ich einmal dazu sagen? Im Kanal wäre praktisch kein Aal mehr ohne den Besatz. Das ist biologisch nachgewiesen. Also hier sind zwischen 80% und 90% der gefangenen Aale stammen aus Besatz. Die werden eingefärbt. Danach wird geguckt anhand von gefangenen Tieren, ob die aus Besatz stammen. Das kann man dann durch diese Einfärbung gut sehen. Und ohne diesen Besatz wird es hier für uns sehr düster oder noch düsterer aussehen. Woran liegt das? Ist der Kanal überfischt? Also in Eckernförde lagen früher mal, 20, 30 Fischkutter
In Burg Staaken lagen welche, Masson war voll. Und jetzt gibt es gar keine mehr. Und trotzdem schiebt man das den Fischern noch in die Schuhe. Also da müssen sie sich schon anderen suchen. Rund 27 Millionen Jungaale wurden seit 2007 in Gewässer in Schleswig-Holstein eingesetzt. Wenn sie Pech haben, landen sie hier. In der Räucherkammer bei Felix Runde. Er arbeitet nach Altonaer Art. Geräuchert wird über Erlen oder Buchenholz. Eine der ältesten Konservierungsmethoden. Man schmeckt das Feuer raus. So, nun ist gut. Jo. So kann er bleiben. Aal war mal ein günstiges Gericht. Lange vorbei. 200 Gramm Aal in Gelee gehen hier für 12 Euro in den Verkauf. Es gibt ja das Gerücht, dass Aale noch aus der Pfanne springen. Ist Ihnen das schon mal passiert? Nicht passiert, aber wenn ich habe ganz frische Aal einmal gehabt, wollte ich schneiden, dann hat richtig gezittert. Dann habe ich ein bisschen schräg gekriegt, aber vor die Pfanne rauszukommen habe ich noch nicht. Vielleicht erlebe ich noch. Was Sarik Gregaria zubereitet, wird im Laden verkauft. Das Restaurant nebenan haben Brauers 1995 eröffnet, weil der Fischfang allein zu wenig abgeworfen hat. Hier steht noch dreierlei Aal auf der Speisekarte. Manche Restaurants und Lebensmittelketten aber bieten keinen Aal mehr an. Sie fürchten Kritik, weil die Art bedroht ist. Herzlichen Dank. Und die Fischer? Für Jörn Ross hat jetzt im Mai die Aalfangsaison begonnen. Draußen auf der Schlei will er seine Reusen kontrollieren. Im Frühjahr hat er hauptsächlich vom Hering gelebt. Doch die Heringsschwärme ziehen jetzt weg. Was bleibt, ist der Aal. Der Aal ist wichtig, aber ich habe da nicht sehr viel Hoffnung, weil das Wasser ist über 4 Grad abgekühlt mit dem harten Nordweststurm. Und das bedeutet in dieser Jahreszeit, dass sie sich dann nicht mehr rühren. Dass es in der Schlei kaum noch Aale gibt, für seine Vorfahren unvorstellbar. Heute bittere Realität. Mein Vater war Fischer, mein Opa war Fischer, alle waren Fischer. Von 1702 sind wir erstmalig urkundig erwähnt. Da stellte sich auch nicht die Frage, ob wir Fischer werden, sondern das war einfach so. Ne? Da haben wir auch nicht viel gefragt, ob wir bei zu Hause anfangen sollten, sondern das war einfach so. Sein erster Fang für heute? Plastikmüll. Überbleibsel vom Herrentag. Das ist, was ich gestern gefangen habe. Schöne Ballons vom Piermarkt oder Geburtstag. Kinder beim Spielen. Dann haben wir hier Eisdeckel. Ne, normales Plastik. Das alles. Das ist unser Nebenjob noch. Irgendwann fange ich das in den Netzen, das ist ja viel schlimmer noch. Und was steckt nun in den Reusen? Jörn Ross darf längst nicht jeden Aal verwerten, den er fängt. Die Fische müssen mindestens 45 cm lang sein. Das ist ein Nachwuchsaal. Sind die groß genug? Nein. Die sind alle zu klein. Die kommen alle zurück, ja. Kann sein, dass ich Ende der Saison noch den einen oder anderen wiedersehe. Der ist denn groß genug. Mit den Fangbeschränkungen kann Jörn Ross leben. Schließlich will auch er, dass Aale zum Laichen abwandern können und sich der Bestand erholt. Aber wenn er gar keinen Aal mehr fischen dürfte, für ihn ein Berufsverbot. Ja, das ist ein Rieseneingriff in die Tradition des fischereilichen Gewerbes. Es ist wichtig, der Aalfang, und das wird auch immer wieder betont, sowohl für die Küstenfischereien und für die Küstenoote als auch für die Binnengewässer. Und von daher wird es mit bedacht.
Aber nochmal, ich kenne keinen anderen Fischbestand, der nachweislich um 95% in seiner Rekrutierung eingebrochen ist. Das heißt, man sollte die Leute fragen, die das als noch nicht intensiv genug betrachten, wo wäre denn ihre Schmerzgrenze dann? Dass man Aale nicht züchten kann, ist ein Problem. Das Rätsel ihrer Vermehrung treibt die Wissenschaft seit Jahrhunderten um. Auch der Meeresbiologe Hanel versucht, ihm auf die Spur zu kommen, mit Schiffsexpeditionen in die Sargassosee. Eine Laichwanderung über 5.000 bis 7.000 Kilometer in ein Seegebiet, das wirklich eines der schwierigsten zu erforschenden Seegebiete überhaupt ist, weil es so landfern ist. Die Sargassosee ist fast durchgehend 4.000 bis 5.000 Meter tief. All das macht Forschung nicht einfach. Also diese Gemengelage macht es durchaus spannend und eben sehr, sehr interessant, dem auf den Grund zu gehen und dann irgendwann vielleicht auch zu verstehen, wie dieser Reproduktionszyklus funktioniert. Die Sargassosee im Nordatlantik, so groß wie Mitteleuropa. Irgendwo hier schlüpfen die Aallarven. Und irgendwo hier laicht der europäische Aal. Doch noch nie hat ihn jemand dabei beobachtet. Die Larven ähneln einem Weidenblatt, das erste Stadium des Aals. Mit dem Golfstrom driften die Larven zur europäischen Küste. Eine 7000 Kilometer lange Reise. Sie dauert etwa 3 Jahre. Kurz vor der Ankunft in Europa entwickeln sich die Larven zum Glasaal, das zweite Stadium des Aals. Ein Teil der Jungfische bleibt an der Küste. Andere ziehen flussaufwärts in die Binnengewässer. Sie werden kräftiger und wandeln sich zum Gelbaal, das dritte Stadium des Aals. Irgendwann entscheidet sich der Aal zu bleiben. Wonach er sich bei seiner Wanderung richtet, man weiß es nicht. Bis zu 30 Jahre lebt er an einem Ort, meist versteckt im Untergrund. Dann tritt er seine letzte große Reise an, tausende von Kilometern zurück in die Sargassosee. Die vierte und letzte Metamorphose des Aals, er ist jetzt ein Blankaal und wird geschlechtsreif. Niemand weiß, wie er seinen Bestimmungsort findet, um zu laichen und zu sterben. Seine Fortpflanzung ein Rätsel. Und deshalb auch die Frage, wie man den Aal retten kann. Man weiß zu wenig über die Zusammenhänge, um wirklich klar sagen zu können, ob der Mensch hier eingreifen sollte oder nicht. Meine Interpretation und auch die Interpretation des Internationalen Rats für Meeresforschung ist, dass wenn man die Konsequenzen nicht kennt und wenn man weiß, dass 50 Jahre lang ungefähr mit Aalbesatz der Bestand um über 90% eingebrochen ist, dass man dann diese Tätigkeit eher mal sein lassen sollte. Und die Befürworter des Aalbesatzes sind der Meinung, dass sie ohne die Konsequenzen zu kennen weitermachen sollten. Dabei haben Forscher und Fischer dasselbe Ziel. Sie wollen den Aal retten. Und doch trennen sie Welten. Die Forscher arbeiten wir ja schon mit zusammen. Die haben ja die Aale von uns gekriegt, die haben die Heringe von uns gekriegt, die kriegen aber auch die Plattfische. Dann proben sie die und machen da irgendwas von, dann machen sie irgendwelche Statistiken, da sind ein paar Balken drauf. Ja, aber ehe die soweit sind, hat sich die Realität ja schon lange verändert. Das dauert auch viel zu lange. Die soweit sind. Jörn Ross ärgert, dass vor allem die Fischer im Fokus stehen. Und keine anderen Gründe für das Sterben der Aale. Ihr größter Feind sei nicht der Fischer, sondern der Kormoran. Ja, der Kormoran, das ist so ein Thema. Das kann man als unendliche Geschichte bezeichnen. Das gibt ja Befürworter. Und das gibt welche, die müssen damit leben, dass er da ist. Und das sind nun mal die Fischer. Das wird uns ja immer nicht geglaubt, aber wir haben fast 100% der Fänge, die wir tätigen, haben schon mal Kontakt mit dem Schnabel gehabt. Und hier haben wir das schon mal, kann man hier die Bissverletzung sehen. Und da hat er das Loch vom Schnabel.
Er war schon zu groß, um gefressen zu werden. Wie dieser sterben dann viele Aale an ihren Verletzungen. Und auch ihn lässt der Kormoran nicht los. Aber im Moment ist es egal, was wir machen. Das ist alles vergebene Liebesmüh. Denn was man an Besatzmaßnahmen macht, was man an Erhaltungszuständen probiert, das ist über Winter. Über Winter wird das alles zunichte gemacht wieder. Denn auf dem Weg zu ihren Brutgebieten rasten Tausende von Kormoranen an der Schlei. Sind sie die wahren Feinde des Aals? Ein Riesenkonflikt zwischen Fischern und Naturschutzorganisationen. In Bremen treffen wir Valeska Diemel. Ich sitze an der Schlei. Mhm. Sie ist Meeresökologin beim BUND. Wenn man das so sieht, muss man da nicht sagen, wenn man den Aal retten will, muss man den Kormoran einschränken. Würde ich nicht sagen, das ist Natur. Da versucht einer den anderen zu fressen, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber letzten Endes ist sowohl der Aal als auch der Kormoran sind natürliche Teile unseres Ökosystems hier immer gewesen. Und wenn es mehr Aale gäbe, dann wäre auch natürlich der Einfluss eines Kormorans auf die Gesamtanzahl der Aale nicht so krass. Ökosysteme pendeln sich dann auch wieder ein. Wenn es zu viele Kormorane gibt, dann ist es meistens so, dass es irgendwann aufgrund von Nahrungskonkurrenz, Platzkonkurrenz oder Ausbreiten von Krankheiten die Natur sich darum schon kümmert. Und eigentlich ist es dann nicht an uns, durch noch mehr Rumgepfusche zu versuchen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, weil es auch häufig nach hinten losgeht. Deshalb wollen auch die Naturschutzverbände, dass Aal- und Glasaalfang verboten werden. Was hilft dem Aal? Eingreifen oder die Natur in Ruhe lassen? Beim Angelsportverein in Bremerhaven sind sie sich sicher, dass man eingreifen muss. Heute mit einer Ladung Babyaale, gefangen in Frankreich und in Deutschland vorgezogen. Ehrengast ist Ronald Menzel, Chef des Verbandes der deutschen Aalhändler und Züchter, Fischereilobbyist. Wie viel hast du denn heute mit? 837 Kilo. Über 100.000? Ja, 139.500. 139.000. Aalbesatz hat eine lange Tradition, mehr als 150 Jahre. Und die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass immer, wenn sehr viel Aal besetzt wurde, dann in den Folgejahren in so einem circa Reproduktionszyklus, wenn die ersten wieder abwandern, so 14 bis 18 Jahre, der Glasaalertrag an den Küsten gestiegen ist. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass man mit Aalbesatz dem Aalbestand helfen kann. Der Bremer Senat sieht das anders und hat auf Antrag der Grünen die Förderung des Aalbesatzes ausgesetzt. Melf, hallo. Ja, herzlich willkommen. Für die Aktion heute gab es noch rund 23.000 Euro öffentliche Mittel. Und Melf Kranz, Bremerhavens Oberbürgermeister, feiert die Aktion zusammen mit den Anglern. Ich weiß, dass die Aktion nicht ganz unumstritten ist. Es gibt auch einige durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler, die das kritisieren. Aber ich glaube, dass man das erst in 5 bis 10 Jahren beurteilen kann, ob das mit Erfolg gekrönt ist, diese Aalbesatzmaßnahme, die ja hier seit 2012 stattfindet, mit immerhin schon 1,2 Millionen Jungaalen, die hier zu Wasser gelassen worden sind. Wenn man sich fragt, wie Wissenschaftler sagen können, Aalbesatz bringt nichts, wenn man so viel Aalen eine Aufwuchsmöglichkeit gegeben hat. Und wir sind tatsächlich in der Prognose auf dem aufwärtigen Trend. Wir brauchen vielleicht noch 5 bis 10 Jahre. Und die Zeit sollte man uns geben und nicht zur Unzeit einen Stopp fordern und dann sich vielleicht für sich verlangen, ich bin der Held, weil ich gesagt habe, ich muss einen Stopp fordern. Wir wissen es aus unseren Beobachtungen, dass Aalbesatz immer noch hauptsächlich dort erfolgt, wo am meisten gefischt wird. Wird ja auch von Fischereivereinen und Fischern in der Regel durchgeführt. Und von daher ist es eben so, dass dieses Mittel des Aalbesatzes vorher als Stützung der Fischerei gemacht wurde, um den Fischereiertrag zu maximieren und dann ohne Veränderung
weitergeführt wurde, aber mit dem Deckmantel des Artenschutzes, aber unter Beibehaltung der Fischerei. Und all dies hat am Ende den Internationalen Rat für Meeresforschung bewogen, explizit auch darauf hinzuweisen, dass Besatz in dieser Form kein Mittel für den Aufbau, für den Wiederaufbau des Bestandes ist. Wenn Besatz doch helfen will und ich ihn dadurch unterbinde, indem ich die Fischer den Existenz raube, dann habe ich nichts Gutes getan. Und das Schlimme ist aber, der Wissenschaftler behält seinen Arbeitsplatz. Und der Fischer, der ist weg. Und den kriegen wir auch nicht wieder hin, weil es finden sich keine neuen Fischer, wenn die erst mal weg sind. Die Glasaale jedenfalls dürfen gleich in die Freiheit. Sie kommen in die Lune mit direktem Zugang zum Meer. Wie die Fischer sehen sich auch die Angler als Artenschützer. Doch an der Küste dürfen sie seit diesem Jahr keine Aale mehr fangen. Nur noch in Binnengewässern. Das finden sie ungerecht. Natürlich sind hier auch viele Aalangler, keine Frage. Aber wenn man überlegt, was wir an Aale einsetzen, und das ist ja nicht nur die letzten 12 Jahre mit der Förderung von der EU, sondern auch wir haben schon immer Aale eingesetzt, da ist natürlich klar, dass wir auch den einen oder anderen fangen, logischerweise. Ne? Aber das ist ja im Promillebereich. Stimmt das? Die Statistik zeigt etwas anderes. Die aktuellsten Zahlen von 2019. Danach gingen der Berufsfischerei 208 Tonnen Aal ins Netz. Die Freizeitfischerei kam geschätzt auf 276 Tonnen, also 68 Tonnen mehr. Rund 1,6 Millionen Angler gibt es in Deutschland. Und jeder Aal, den sie fangen, kann nicht mehr zum Laichen abwandern. Ja. Wie sich der Aalbestand entwickelt, wird EU-weit wissenschaftlich untersucht. Einer von 100 Messpunkten liegt in einem Seitenkanal der Warnow, mitten in Rostock. Jens Frankowski vom dortigen Fischereiinstitut und sein Kollege Malte Doro überprüfen anhand der Fische in der Reuse, wie viele Jungaale aus der Ostsee in den Fluss aufsteigen. Jetzt wird's spannend. Wir machen das seit 6 Jahren hier an dieser Stelle und fangen damit jedes Jahr Glasaale. Nur heute sind leider noch keine dabei. Ja, also mit dieser Methode haben wir in einem Jahr mal 200 gefangen und in dem schlechtesten Jahr mal 2. Also in dieser Spanne bewegt sich das. Ein Stück flussaufwärts liegt eine weitere Station mit mehreren Reusen. Hier zählen die Wissenschaftler, wie viele erwachsene Blankaale in Richtung Ostsee abwandern. Und von dort aus hoffentlich zu ihrem Laichplatz im Nordatlantik. Kontrolliert wird seit 2008. Ein Fischer unterstützt den Biologen Malte Doro, der auch den Beifang protokolliert. Kaulbarsch 12, Plötze 31, Plötze 20, Kaulbarsch 11, eine Forelle 15. Aale gibt es in dieser Reuse nur 2. Es gibt Spitzenzeiten, da haben wir 20, 30 Stück pro Tag pro Kontrolle drin. Aber es gibt auch Tage, wo wir gar keinen Aal drin haben. Wichtig für uns ist halt das, was pro Jahr gefangen wird, weil das die Aussage gibt, wie sich der Bestand entwickelt. Aber aktuell sind wir sehr zufrieden. Das ist vielversprechend. In der Basisstation am Ufer untersucht Jens Frankowski die Aale gleich genauer. Dafür muss er sie mit Nelkenöl betäuben. Die Biologen wollen wissen, wie sich die Tiere in der Region entwickeln und ob sie gesund sind. Denn das ist die Voraussetzung, um den langen Weg in die Sargassosee zu schaffen und dort abzuleichen. Schöne Tiere. 2 noch. Die meisten Tiere sind Blankaale, wie man das sieht so auf den ersten Blick. Die schon vielleicht 15, 20 Jahre bei uns hier in den Gewässern gewachsen sind. Ne, so Faustregel ist, ein Aal von 1 Kilo Gewicht, der ist bestimmt 20 Jahre hier schon bei uns in den Gewässern. In Gefangenschaft weiß ich von einem Bericht, da war ein Aal 50. Was schon ein stolzes Alter ist natürlich, ja. Der Aal ist da durchaus flexibel.
Die beiden Biologen vermuten, die meisten erwachsenen Tiere, die sie hier fangen, wurden irgendwann als Glasaale eingesetzt. 640, 9,36 und 45,01. Und 38,17. Kann man wirklich mit Sicherheit sagen, dass Besatzaale auch den Weg zurück zum Laichplatz wiederfinden? 690 Gramm. Das weiß man genauso wenig, wie ob generell überhaupt Aale dort hinfinden, weil man ja noch keinen laichreifen Aal dort im Gebiet gefangen hat. Und ob die Aale, die von hier Richtung Ostsee wandern, wirklich Besatzaale sind, sie wissen es nicht. Man kann den Aal ja nicht fragen, ob er nun besetzt war oder nicht besetzt war. Man könnte das untersuchen an den Gehörsteinchen, da gibt es irgendwelche chemischen Marker, die man untersuchen kann. Und dann könnte man für jeden Aal immer wieder sagen, ja, nein, oder wo kommst du her, oder wer warst du irgendwann mal. Aber das Problem ist, um an die Gehörsteinchen ranzukommen, müsste ich den Aal töten. Deshalb sind solche Untersuchungen nicht üblich. Und niemand weiß, ob Besatzaale den Kompass behalten, der sie zurück zu ihrem Laichplatz führt. Jens Frankowski glaubt daran. Wir haben hier in unseren Gewässern durch Besatz um die Jahrtausendwende, also 2098 bis 2002, sind amerikanische Aale besetzt worden. Die kann man äußerlich nicht unterscheiden vom europäischen Aal. Und auch diese Aale haben wir hier als Blankaale gefangen, dann nach einiger Zeit. Und auch diese Aale sind in die Ostsee ausgewandert. Also es ist ja wahrscheinlich so dem Aal gegeben, dass er, ne, wohin er auch als Larve verdriftet wird und dann als Glasaal aufsteigt, dass er zumindest in der Lage ist, dann, wenn er groß genug ist, wieder den Weg zu suchen ins Meer und den auch findet. Mitten in Rostock geht es für die Blankaale jetzt zurück in die Warnow. Die beiden Biologen sind zufrieden mit ihren Fängen, deuten sie als Zeichen, dass der Bestand in Mecklenburg-Vorpommern nicht weiter einbricht. Rückschlüsse auf den Aalbestand insgesamt lassen sich daraus aber nicht ziehen. Und auch die Frage, ob Besatz dem Aal hilft oder nicht, bleibt offen. Immerhin weiß man ziemlich genau, was den Aalen das Leben schwer macht. Nicht nur Fischer, Angler und Kormorane dezimieren den Bestand. Unsere Flüsse sind industrialisierte Wasserstraßen, wo super viel drauf los ist an Verkehr, wo die Uferbereiche überhaupt nicht mehr natürlich, geschweige denn naturnah sind. Es gibt kaum mehr Lebensräume, Versteckmöglichkeiten. Es ist ganz unklar, wie gut, ne, sie Futter finden können. Dann haben wir die ganzen Problematiken mit Vertiefung der Flüsse, die zu hohen Fließgeschwindigkeiten führen, die auch wieder die Uferbereiche verändern. Also es geht einfach ganz, ganz stark, nicht nur für die Aale, sondern eigentlich für alle aquatischen Tiere, die wir haben, darum, unsere Gewässer zu renaturieren, unsere Flüsse wieder naturnah und natürlich zu machen, damit sie wieder frei fließen und frei schwimmen können. Wie das gelingen kann, zeigt die Renaturierung der unteren Havel in Brandenburg. Der Wasserbauingenieur Rocco Buchter vom Naturschutzbund NABU hat sich schon zu DDR-Zeiten dafür eingesetzt. Der Aal war das bunteste Tier, was man kannte. Der wurde blank gefangen, goldgelb geräuchert und schwarz verkauft. So war ein gängiger DDR-Witz. Und der war Tatsache wie eine zweite Währung. Also man musste ja nicht unbedingt Ostmark auf den Tisch legen, um eine Handwerkerleistung zu kriegen. Wenn man denn mit Aal bezahlen konnte oder mit anderen wertvollen Dingen, dann hat man diese Leistung auch bekommen. Und der Aal tatsächlich hatte so eine Bedeutung. Aber auch hier ist er so gut wie verschwunden. Und deshalb wird auch die Havel mit Glasaalen besetzt. Rund 100 Kilometer Flusslauf sind mittlerweile weitgehend renaturiert. Alte Flussarme, die schon verlandet waren, wurden wieder angeschlossen. Auwälder angelegt, Deiche, Steine und andere Uferbefestigungen abgebaut, damit sich das Wasser ausbreiten kann. Projektkosten bisher rund 40 Millionen Euro. Da, wo der Sand liegt, da sind die Steine weggeräumt worden.
Und dann ist eine Kokosmatte gelegt worden. Über diese Kokosmatte ist dann noch Sand geschüttet worden. Und dann wurden Schilfstecklinge eingebracht. Und jetzt wächst hier in dem Uferbereich ein Schilfgürtel. Flussgebiete, die noch ursprünglich waren, dienten als Vorbild. Man sieht einen breiten Schilfgürtel, etwa 30 Meter breit, hier etwas schmaler. Der ist buchtenreich, da sind ganz viele Lücken dazwischen und davor sind noch ein paar Seerosen und Unterwasserpflanzen. Und genau das sind die Habitate, die so ein Aal dann braucht. Kann man jetzt in diesen renaturierten Gebieten, ist es da jetzt einfach, Aal zu fangen? Kommt er häufig vor? Die Antwort ist klar, nein. Dass wir hier so wenig Aale haben, liegt nicht darin, dass wir keine Lebensräume für die Tiere hier anbieten können. Die Lebensraumqualität hat sich deutlich verbessert. Also das ist nicht mehr die Limitierung. Es ist die Tatsache, dass sie gar nicht mehr hierher kommen. Wie stehen Sie denn zum Besatz? Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme oder sehen Sie das auch kritisch? Also Fischer machen das ganz sicherlich nicht aus Artenschutzgründen, sondern es ist für sie eine klare Frage des Überlebens. So, und meine Meinung dazu ist die, als Nebeneffekt zu dieser Berufserhaltung haben wir überhaupt nur noch den Erhalt der Art über diese Besatzmaßnahmen. Und deshalb finde ich diese Besatzmaßnahmen gut. Weil wenn wir sie nicht hätten, würde es den Aal hier mit ganz großer Sicherheit nicht mehr geben. Auch wenn der BUND eine andere Haltung hat, Buchter will, dass in der Havel Aale schwimmen. Zur Not eben aus Besatz. Der natürliche Weg aus der Elbe in die Havel ist den Aalen versperrt, durch mehrere Wehre wie dieses. Trotz der Fischtreppe, die eingebaut wurde. Das ist ein Schluck Wasser, der hier durchläuft. Also die Havel ist hier so 80 Meter breit und hier ist ein nicht mal ein Meter breiter Graben. Welcher Fisch soll denn, der hier gegen diese Strömung anschwimmt und versucht da hochzukommen, soll denn diesen kleinen Graben hier finden? Das ist ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Wenn ein ganzes Flusseinzugsgebiet an so einem Wehr dranhängt wie hier, dann muss man eine deutlich leistungsfähigere Lösung finden. Solange es die nicht gibt, kommen Aale hier von selbst weder rein noch raus und bleiben rar. In Strodene lebt ein Fischer, der sich darauf eingestellt hat. Wolfgang Schröder vermarktet, was ihm der Fluss ansonsten bietet. Zum Beispiel Brassen, wegen der Gräten eigentlich unbeliebt. Und die Brassen, lassen die sich gut vermarkten? Ja, ich habe eben versucht, ihn wieder marktfähig zu machen, was auch möglich ist, wenn man sich Mühe gibt. Ja, also es ist zwar immer noch ganz schön schwer, aber es greift so ganz langsam, wird es besser. Welche Bedeutung hat der Aal für Sie? Das lohnt sich heute nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass wir den Aal in dem Bestand vielleicht sichern können, dass er nicht völlig verloren geht, aber wir werden ihn nicht wieder aufbauen können, meiner Meinung nach. Es wird zwar sehr viel Besatz gemacht, aber man hat jetzt nicht das Ansinnen, dass es jetzt so geht, sondern das ist eher, dass es nicht weniger wird. Man kann einen Bestand damit erhalten. Aber man kann ihn nie wieder so aufbauen, dass er lukrativ für die Fischerei wird. Und wenn wir das nicht herrichten, so dass der Fisch optimale Bedingungen hat, können wir so reinschmeißen, so viel wie wir wollen. Da können wir das Geld zum Fenster rauswerfen, würde ich mal sagen. Jetzt höre ich auf. Ihm ist bewusst, dass die meisten seiner Kollegen das anders sehen. Pro Flusskilometer versperren in Deutschland rechnerisch 2 Bauwerke die natürlichen Fischrouten. Rund 225.000 insgesamt. Besonders tückisch Wasserkraftwerke wie hier an der Weser. Viele Aale sterben in den Turbinen. Viele Kraftwerke haben inzwischen Fischtreppen, so wie hier auch, welche die speziell für den Aufstieg sind, welche die für den Abstieg sind. Es ist aber super schwer zu beurteilen, wie die eigentlich funktionsfähig sind und wie sehr sie helfen oder nicht. Der Betreiber teilt uns mit, dass nicht genau überprüft werden kann, wie viele Aale das Wehr in die eine oder andere Richtung passieren. Industriewasserstraßen, Schadstoffe, Kormorane. Der Aal ist vielen Bedrohungen ausgesetzt. Ob ihn angesichts dessen ein Fangverbot retten kann? Die Fischer jedenfalls sehen sich zu Unrecht am Pranger.
Das kann ich auch nachvollziehen, dass sich das im persönlichen Schicksal total unfair anfühlt, dass eine gesellschaftliche Entscheidung getroffen wird, wie wir brauchen ein Aalfangverbot, weil diese Art ist eben einzigartig, ist vom Aussterben bedroht. Wo ich doch alleine, wenn ich das sage, schon in irgendeiner Form, wenn ich ehrlich zu mir bin, antizipieren muss, dass es auch sein könnte, dass sie einfach plötzlich verschwindet, weil sie so nah dran ist. Und das ist total tragisch. Aber ich kann ja auch nicht die Augen verschließen, so tun, als wäre dieses Problem nicht da, ne, und einfach weitermachen wie bisher. Das ist ja auch keine Perspektive. Ja, natürlich will man leben, und wenn es seine Existenz ist, dann fängt man auch den Aal. Aber man will nicht nur im nächsten Jahr fangen, man will im übernächsten Jahr, und bei Fischereibetriebe sind meist Generationsbetriebe, die wollen auch noch in der nächsten Generation fangen. Also insofern, sicherlich, ich fange, um zu leben, aber ich will auch leben lassen, damit mir mein Leben wieder ermöglicht wird. Und dann schließt sich ein Kreislauf. An der Schlei funktioniert das nicht mehr. Viele Fischer haben aufgegeben. Und die übrigen kämpfen ums Überleben. So wie Jörn Ross und sein Sohn. Holt! Wie jeden Freitag verkaufen sie heute den Fang der vergangenen Woche im Hafen von Schleswig. Sie sind die einzigen, die das noch machen. Weil die Schlei nicht mehr genug hergibt, hat Jörn Ross das Angebot erweitert. Um mehr Forellen aus Aquakultur. Die kauft er an. Am Pier übernimmt seine Frau. Kommen Sie denn einmal her? 10 Euro sind es. Allein mit dem Fischverkauf kommen sie schon lange nicht mehr über die Runden. Zusätzlich vermieten sie Ferienwohnungen. Würden sie auch noch den Aal verlieren, wäre es schlecht bestellt um die 300-jährige Tradition der Familie Ross. Haben Sie Aale? Ja. 15 Euro. Mittlere Größe, abgezogen. Ja. Billiger geht das gar nicht. Gehen Sie mal ins Geschäft rein, da, ein Aal. Da werden Sie für... Bezahlen Sie 20, 25 für ein Menü. Ne? Aber meine Frau macht da schon bestens. Bitte schön. Ja, danke schön. Schönes Wochenende. Die wenigen Aale sind schnell weg. Sie könnten weitaus mehr verkaufen. Auch Großhändler sind an Aal interessiert. Die Familie hofft auf den Sommer und darauf, dass mit den Temperaturen auch die Fangzahlen steigen. Zu warm darf es aber auch nicht werden. Man kann halt nicht an Jahren denken, man muss an Generationen denken. Und Gegebenheiten wie ein heißer Sommer, die sorgen dafür, dass teilweise der gesamte Bestand sich komplett hier verabschiedet und weg ist. Und das dauert Jahrzehnte, bis sich das wieder nachher auf ein anständiges Level, sag ich mal, wieder hochgefahren hat. Und deswegen kann man eigentlich auf 3 und 5 Jahre gar nicht sagen, wie hat sich da was entwickelt. Man muss da in Jahrzehnten denken. Die Fischer und der Aal. Irgendwie gehören sie zusammen. Auch wenn nur einer davon profitiert. Sie meinen, der Aal überlebt uns alle? Ja, der überlebt uns alle. Wie lange, weiß ich nicht, aber die Erde braucht den Menschen nicht. Und der Aal braucht den Menschen auch nicht. Ob mit oder ohne Zutun, der wird länger leben wie der Mensch. Da bin ich mir ganz sicher. Weil ein Aal ist ein echtes Wunder. Wunder lassen sich nicht erklären. Der Aal birgt noch viele Geheimnisse. Offene Wanderrouten würden ihm helfen. Doch den Fischern bleibt nur der Besatz. Gefangen in Frankreich, bei uns wieder ausgesetzt. Niemand weiß, ob diese Aale jemals laichen werden. Sicher ist nur, der Glasaalbesatz hilft den Fischern. Und sicher ist auch, stirbt der Aal aus, verlieren wir eine der faszinierendsten Tierarten.